Der SV Babelsberg zu Gast beim BFC Dynamo. Nachholspieler Mittwochabend unter Flutlicht im Sportforum. Natürlich auch ein Duell der Top-Torjäger Christian Beck. 18 Tore BFC gegen Daniel Frahn. 16 Treffer Babelsberg. Der SVB hatte das Hinspiel mit 2:1 gewonnen. Die erste Saisonniederlage war das für den BFC. Und die Gäste kamen auch in Berlin gut hinein in diese Partie. Die dritte Minute. Der Ball auf der rechten Seite von Müller ins Zentrum für Wegner. Und der scheitert an Stagila. Der Pass auf Frahn wäre wohl die bessere Option gewesen. Fünfte Minute, die erste Torannäherung des BFC. Joey Breitfeld für Christian Beck. Der kommt dann nochmal an den Ball, will auf Siebeck zurücklegen. Die Babelsberger aufmerksam. Die 16. Minute, Einwurf BFC Andreas Wiegel. Kerze im eigenen Strafraum. Da ist Marco Flügel, der Torhüter, Riesenfehler. Und Christian Beck kann ihn nicht nutzen. Das hätte das 1:0 für den BFC sein müssen. Marco Flügel wieder im Tor für den immer noch erkrankten Tyson. Erst sein drittes Saisonspiel, wirft den Ball Christian Beck genau vor die Füße und normalerweise nutzt er diese Chancen im Schlaf. Weiterhin also 0:0. Die 23. Minute, Christian Benbenek. Das Team vom BFC überlegen, wieder Einwurf Wiegel. Wieder geklärt, Wiegel aber mit dem zweiten Ball, die Flanke zu Christian Beck und da steht es 1:0. Der Top-Torjäger der Liga hat wieder zugeschlagen, Christian Beck, Saisontor Nummer 19, welch eine Bilanz. Die Vorarbeit von Andreas Wiegel, punktgenaue Flanke und so frei darfst du dann eben einen Christian Beck nicht stehen lassen. Keine Chance diesmal für Flügel im Kasten. Die Babelsberger aber keineswegs geschockt. Sie hatten Antworten und sie hatten Daniel Frahn zum ersten. Daniel Frahn zum zweiten. Toll, wie er sich durchsetzt. Dann der Pass raus auf den rechten Flügel auf Müller. Und in der Mitte, da ist Schmidt. Riesenmöglichkeit. Babelsberg 0:3. Und das sieht ja zuerst nach Chancentod aus, was Schmidt da macht. Aber in der Wiederholung sehen wir den Platzfehler. Der Ball springt auf, genau als Tino Schmidt ihn versenken will. Hier. Und deswegen kein Vorwurf an den Stürmer der Babelsberger. Mit 0:1 aus Sicht von Jörg Buder, der ja fußballerisch beim BFC groß geworden ist, ging es in die Pause. Im zweiten Durchgang der BFC wieder da. Im Strafraum Siebeck. Ball nochmal rechts raus auf Breitfeld und der für Christian Beck. Nächste Möglichkeit für den Topstürmer, der aus Magdeburg kam. Christian Beck macht hier fast alles richtig, setzt den Ball ganz knapp vorbei am Babelsberger Tor. Die 52. Minute. Rausch mit der Flanke, Stagila ist da und da kommt Paul Wegner. Im Hinspiel hat er noch getroffen, jetzt aber ist Stagila da. Beste Tat des BFC-Keepers bis dahin. Tolle Schusstechnik von Wegner und Stagila. Ein dankbarer Ball halb hoch. Die Angriffsbemühungen der Babelsberger sahen in etwa so aus. Wir sind in der 65. Minute. Morawetz, der Tscheche. Da hat Stagila nun wirklich gar keine Probleme. Christian Benbenek gegen Hertha musste sein Team bis in die Nachspielzeit zittern, weil sie die Partie nicht entschieden haben. Und heute gegen Babelsberg die Entscheidung möglich. Siebeck macht da im Prinzip alles richtig, verfehlt das Tor nur knapp. Alexander Siebeck schön freigespielt im Strafraum hier gegen Jake Wilton. Und dann der Schuss von Siebeck. Vorbei am Babelsberger Tor. Und so wurde wieder gezittert im Sportforum. Wir sind schon in der Nachspielzeit, die 92. Minute. Rausch mit der Flanke für Frahn, kein Problem für Stagila. Die 93. und letzte Minute, die letzte Aktion. Marcel Rausch möchte den Ball haben, der Ex-BFCer. Der will Stagila überraschen, der lässt sich aber nicht überraschen. Hält den Ball, hält den Sieg fest, der BFC gewinnt 1:0 gegen Babelsberg. Ein schweres Spiel. Ich glaube, die Bedingungen waren nicht so einfach. Gerade bei dem Flutlicht ist das für alle nicht so einfach. Der Platz hat noch sein Übriges getan.
Aber ja, so ein Spiel musst du dann am Ende gewinnen. Es war ein dreckiges Spiel. Ich glaube, es war nicht gut anzusehen heute, aber wir nehmen den Sieg natürlich sehr, sehr gerne mit und freuen uns über die 3 Punkte. Entscheidend ist natürlich, dass der BFC aus wenig viel macht. Wir haben einen hohen Aufwand, spielen uns viele gute Chancen, aber treffen dann letzten Endes vor dem Tor immer die falsche Entscheidung, nehmen den falschen Fuß oder machen das falsche Abspiel. Aber deswegen steht der BFC auch ganz vorne, weil sie da dann doch effektiver sind und einen Ticken besser als wir. Und wir spielen aktuell halt noch im Mittelfeld, aber da, wo der BFC ist, da wollen wir hin und da... Naja, hoffen wir mal, dass wir dann in nächster Zeit auch wieder sind. Glückwunsch an Beckus zum Tor. Nervt mich natürlich ein bisschen noch, dass er an der Torschussliste wieder ein Stück weiter weg ist. Auf der anderen Seite muss man auch anerkennen, dass der BFC noch zu Recht da oben steht. Sie sind sehr effektiv denn vorm Tor. Uns hat heute vor allem in der ersten Halbzeit denn so ein bisschen das Quäntchen Glück gefehlt oder die Durchschlagskraft, um dann halt das Tor zu machen. Die Chancen waren da. Zweite Halbzeit ist ein bisschen die Kraft ausgegangen, da hatten wir nicht mehr so viele Möglichkeiten. Deswegen denke ich, ist der Sieg dann vielleicht auch durch die Erfahrung, die der BFC hat. Der Tabellenführer macht seine Hausaufgaben, gewinnt das zweite Heimspiel in Folge 1:0. Ein Arbeitssieg, abhaken am Sonntag schon, geht es auswärts zu Chemie Leipzig.